Der Zifactinus ist einer der neuen Kreaturen in Arsa und ich wollte wissen, wie stark sind 20 Zifas gegen den Alpha Moser, Alpha Tuso und sogar gegen die Bosse in der Arena. Ihr seht gleich das Ergebnis und viel Spaß euch. Wir werden heute die Frage klären, wie stark ist der Zifactinus wie ich? Leute, falls euch das gefallen sollte, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann legen wir gleich direkt los. Wir müssen erstmal welche zähmen. Ich habe tatsächlich noch keine. Wir brauchen am besten 250er, wenn es möglich ist. 150 ist Max-Level bei mir und das zähmen fiel mir schon immer extrem schwer. Extrem schwer. Ich habe jetzt so eine halbwegs Strategie, die werde ich euch gleich zeigen, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Es könnte sein, dass der hier vorne unser erster Kandidat ist, der ist Level 135. Ich suche nämlich schon ein bisschen länger tatsächlich und habe noch nicht so wirklich einen gefunden. Es ist nicht das Problem, dass nicht genug spawnen. Es spawnen überall welche. Ich habe noch keinen so richtig guten gesehen. 50 hier auch wieder. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter auf die Suche. Ich habe noch Hoffnung, dass wir einen 150er finden, aber bis jetzt sieht es nicht so gut aus. 140 Female. Wisst ihr was? Das ist unser erster. Aber sowas von. Okay, ich werde euch jetzt meinen großartigen Plan näher bringen. Nämlich werden wir dafür einen Dino opfern. Leider wird das so sein. Zum Beispiel ihn vielleicht. Wenn ich ihn mir so angucke, er könnte eine gute Opfergabe sein. Nämlich schwimme ich damit an den lang, ziehe die Aggro, schwimme damit in diesen wunderschönen Käfig, den ich gerade aufgebaut habe. Und lasse ihn da einfach drin, lasse den genascht werden und mache in der Zeit das Tor zu. Also das ist zumindest der Plan. Und das hat bis jetzt am besten bei mir geklappt. Ich weiß nicht, ob der Spino hier jetzt unterwegs sein muss. Komm mal her, komm mal her. Du wirst ganz bestimmt nicht geopfert, du wirst eine gute Zeit haben. Zack, so gezähmt, hier schnell Seil drauf und jetzt testen wir, ob das Ganze klappt. Könnte natürlich sein, dass es jetzt wieder so Vorführeffekt ist und es klappt wieder gar nichts. So, wir ziehen die Marco hier. Ich habe tatsächlich keine Armbrust dabei, das ist mir gerade aufgefallen. Also wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal los und Armbrust holen. Oh mein Gott, den einen habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn mein wunderschönes Tor? Da hinten. Ach, ihr seid alle noch hinter mir? Okay, das ist ja super. Dann kommt mal mit, ihr werdet auch ganz bestimmt nicht in eine Falle gelockt. Ja. Oh mein Gott, das sind echt viele. So, komm mal hier rein, komm mal hier rein, komm mal hier rein. Kommt ihr alle rein? 130er bist du drin? Nee, natürlich der 130er ausgerechnet nicht, ja! Okay, ich habe gesagt, es klappt ab und zu. Okay, Tor zu zumindest. Ich weiß nicht, ich glaube echt, der Gute ist nicht rein. Ja, wir hauen jetzt einfach mal ganz entspannt ab und sind einfach glücklich, dass wir noch leben. Ja. Nee, hat gut so viel dazu. Lass mich in Ruhe, bitte. Okay, ich glaube, ich habe fast jeden gefangen, außer den, den ich haben wollte. Das hat also wieder sehr gut geklappt. Ich versuche einfach mal den Akku zu ziehen. Weil ab und zu gehen die auch an Land und flappen dann einfach da so komisch rum und machen dann nichts mehr. Das wäre halt ein Träumchen, weil ich halt auch die Armbrust nicht dabei habe. Ich habe den jetzt einmal getroffen. Ey, meine Pistole macht halt so viel Topo auch einfach. Vielleicht könnte ich das auch einfach so machen. Oh, er kommt auf mich zu. Er kommt auf mich zu. Vielleicht klappt's. Oh, er ist auch sauer. Ja, komm mal mit. Ja, du bist genau der, den ich nicht haben wollte. Ist natürlich wieder logisch, ne? Weißt du was? Du kriegst jetzt einen drauf. Was hast du davon? Guckt euch das an. Es hätte alles so schön sein können. Wäre da der Gute bei gewesen. Okay, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das hier klappen könnte, tatsächlich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wer braucht schon einen Käfig? Und letzter. Jetzt geht er aber an Land. Letzter Schuss. Nice. Hä, wie sein Food droppt? Warum droppt sein Food so? Hä? Der ist doch Insta-Tame. Oder nicht? Willst du ein, zwei Kibbel? Ein Kibbel. Nice. Erster Zifa ist gezähmt. 44 in Damage, 45 in Leben. Das ist crazy. Natürlich finde ich jetzt ein Female 145, ne? Vielleicht nehmen wir gleich noch mit. Aber erst versuche ich ein Mädchen. Der 145er ist gerade an Haien gestorben. Läuft super. Ich habe etwas gefunden, nämlich den Jackpot 150er Zifactinus. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den jetzt zähle. Da bin ich noch ein bisschen gespannt. Hab mir jetzt immer noch nichts einfallen lassen. Vielleicht brauche ich einen neuen Käfig. Wir testen es nochmal. Letztes Mal sind uns ja auch zwei in die Falle gegangen, aber halt nicht der, den wir wollten. Diesmal wird es klappen. Okay, ich bin hier unter Wasser unterwegs und hoffe, dass ich einfach ganz schnell Ichi jetzt sehen kann. Okay, gar nicht. Sehr gut. Und hier der ganz schnell abhauen kann. Und ich hoffe, ich bin nicht zu fett. Ich bin ziemlich fett, tatsächlich. Aber nicht zu fett. Wer braucht so viel Taucherausrüstung? Ich nicht. Hier, weg damit. Okay, go. So, wir gehen jetzt wieder dahin. Und ich werde euch meine ultimative Strategie zeigen. Diesmal wird sie nämlich aufgehen, sage ich euch. Den 150er, der müsste hier irgendwo um die Ecke sein. Da ist er, glaube ich, schon. Und mein super tolles Gefängnis, was ich gebaut habe, das müsste irgendwo hier sein. Da ist es. Ich glaube, das Tor ist auch schon offen. Wir gehen jetzt einfach mal rein, ziehen den Aggro, lassen den Ichi in Ruhe kauen. Kommst du mit? Du kommst absolut mit. Oh mein Gott, man muss voll aufpassen, weil wenn da ein Eimer erwischt, dann ist direkt Feierabend. Ich habe das Tor sogar zugemacht, während ich drauf saß. So, da ist er. Leute, mein Ulti. Die Tür ist auf! Alles gut. Also, unter Kontrolle. Ichi, nein, nicht zurückkämpfen, nein! Nein. Ich könnte ihn auch einpacken vielleicht. Also, wenn ich jetzt super nett wäre, könnte ich den vielleicht... Hey, nice. Ich bin natürlich super nett.
Also wenn ihr die Gun drauf habt, dann müsst ihr ihn nicht mal opfern unbedingt. Weil könnt ihr ihm einfach ins Gesicht schießen. Guck, so einfach ist das. Ich muss sagen, das hier war deutlich entspannter. Hätte ich vielleicht gleich so machen sollen. Auch bei 145er wäre vielleicht auch nicht an den Teil gestorben. Naja, man lernt aus seinen Fehlern, Leute. Zack, letzter Schuss, da liegt der. Du bist schon echt nicht so hübsch, ne? Möge das große Paar beginnen und hoffen wir mal, dass beim Aussehen die nicht unbedingt die Gene von den Eltern bekommen und wir vielleicht super, super schöne Kinder rausbekommen. Ich glaube nicht, so wie ich dran. So, ich hole euch gleich wieder, wenn die Babys da sind. Hier, alles vorbereitet, Airconditioner. Lenny steht hier auch so ein bisschen schief am Strand, aber alles ist bereit. Okay, ich war gerade kurz verwirrt, weil einfach kein Ei erschienen ist, natürlich, die gepaart haben. Aber das wurde einfach vom Egg Collector direkt eingesackt und wir werden das jetzt einmal rauswerfen. Und hier sind unsere ersten wunderschönen Babys. Und das sind sogar Zwillinge. Crazy. Kleiner Zwischenstand mal eben für euch. So sieht das Ganze hier aus. Die sind dauerhaft am Paaren. Jedes Mal, wenn ich wieder ein Weibchen kriege, dann lasse ich die direkt wieder mit den anderen Paaren. Das ist ein bisschen moralisch verwerflich, aber das ist in Ordnung. Und ich habe gerade feststellen müssen, dass ich überhaupt keinen Plan habe, wie hoch eigentlich dieser Pack-Bonus bei denen ist. Also der hier ist auf plus 8. Ich weiß nicht, wie hoch das Ganze geht. Wahrscheinlich machen die ordentlich Damage. Und ich habe hier so einen kleinen Steg gebaut, damit ich mein Schweinchen die ganze Zeit auf Passivieren lassen kann. Und der hier die ganze Zeit, die heilt, während die erwachsen werden. Die lange, lange Vorbereitungsphase ist jetzt endlich vorbei. Das hier sind die letzten, die jetzt gerade noch gehirnt wurden. Und ich habe die Tasche auch voll mit Zifaktinos. Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen mit allen. Ich glaube, das sind 19, vielleicht sogar 20. Eigentlich wollte ich 19 machen, weil wir nehmen auf jeden Fall ein Schweinchen mit rein, damit wir nachher in der Boss-Arena dann gegenhirnen können, wenn die an Land sind. Ich weiß nämlich nicht, ob das als Wasser zählt für die, was in der Boss-Arena ist, weil so viel Wasser ist da nicht drin. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ey, das ist so cool. Ich hoffe, ich habe noch alle dabei, sonst muss ich zu Hause noch welche ausbrüten. Ich werde sowas von welche verlieren, ich weiß es jetzt schon. Vielleicht hätte ich erst den Boss machen sollen, obwohl ich weiß nicht, wie gut der Boss läuft. Ja, ich würde sagen, wir spawnen die mal ein, weil wenn ich hier die ganze Zeit so rumschwimme, brauche ich ewig. Ich bin immer wieder stuck in denen. Erstmal nur ein 35er Moser, Level 35 Alpha. So, alle auf neutral gepfiffen. Oh mein Gott. Okay, die machen ganz gut Damage. Die machen ganz gut Damage. Wie viel Leben hatte der? Der hatte 105.000 Leben und ist jetzt tot. Das ist wild. Ich glaube, ein 150er Moser geht auch. Der war nur 35. 150er Alpha Moser. Wie viel Leben hat der? Ich muss jetzt erst angegriffen werden oder sowas, damit ich hier irgendwie wieder rauskomme. Okay, der Kampf kann beginnen. Es geht los. 150er Alpha Moser. Was? Ja, nee, der ist schon schnell weg. Ey, ich kann's nicht glauben. Das sieht wild aus. Das sieht sehr wild aus. Ich muss nicht mehr was machen und das Leben schmilzt einfach. Kriegt die überhaupt Damage? Die kriegt nicht mal wirklich Damage. Oh, das ging fix. Ich würde sagen, Alpha Tuso ist auch noch drin, wenn ich hier irgendwie wieder rauskomme. Und da ist die 150er Alpha Tuso. Leute, kommt mal alle rüber hier. Ich glaube, ich brauche gleich Hilfe, wenn ich hier gleich angelutscht werde. Attacke, Attacke. Die hat so viel weniger Leben als der Mosa. Die ist einfach instant dead. Ich muss nicht mal was machen. Ja, weg. Einen habe ich doch vergessen, aber der sollte wahrscheinlich das geringste Problem sein, nämlich der Kollege. Ja. Ah, okay. So viel dazu, war nicht so spannend. Wo ich mir tatsächlich noch keine Gedanken zu gemacht habe, ist, wie ich die alle zur Boss-Arena bekomme. Ich könnte das theoretisch beim grünen Obi machen, weil da ist wahrscheinlich ein bisschen entspannter, weil Wasser direkt daneben ist. Aber ich will gleich mal gucken, ob ich die auch so rauswerfen kann und wie viel Damage die bekommen. Die bekommen halt... Ah, die bekommen schon Damage? Kann ich die einfach hier rauswerfen? Nee, geht nur im Wasser. Wir gehen grünen Obi. Okay, das hier sollte ein bisschen besser klappen. Der Obi ist direkt daneben. Also wir können ja einmal wahrscheinlich mit einem guten Sprung, haben wir es schon reingeschafft. Nur die Frage ist, wie kriegen wir die alle hier rein? Ich habe keine Ahnung. Und das hier ist der letzte und wir gehen direkt rein in den Bosskampf. Ich hoffe, das klappt alles so, wie es soll. So, kann ich da mal eben ran? Okay, ich kann da absolut... Oh mein Gott. Mir wird gleich schlecht. Okay, ich hab's geschafft. Wir machen das Einfachste. Vielleicht kommen wir wieder. Wie sieht das Leben aus? Eigentlich sieht das Leben ganz gut aus. Ist das Schweinchen auch hier drin? Ey, ich hoffe, das Schweinchen ist hier drin. Das ist die größte Blamage ever. Nee, das Schwein ist drin. Okay. Was sehe ich hier, ey? Was sehe ich hier schon wieder? Okay, wir sind drin. Wir sind in der Boss-Arena. Das hat schon mal gut geklappt hier alles. Wo ist das Schwein? Ich brauche das Schweinchen. Ich sehe es nicht. Da ist es. Oh mein Gott. Bitte, bitte lass mich zum Schweinchen. Das ist wichtig. Ich saß gerade kurz drauf. Ich sitze drauf. Nee, ich sitze nicht drauf. Oh mein Gott. Leute, ich hoffe, ihr seid auf neutral und greift gleich an oder sowas. Ich hoffe. Ich muss gleich aufs Schweinchen. Okay, das klappt schon mal, geht so gut. Ich würde gerne nicht selber die Schläge kassieren. Bitte, Schweinchen. Ich war gerade kurz auf. Nein, mein Schwein ist an der Front. Mein Schwein ist mit an der Front. Aber der Boss wird auch richtig hops genommen. Ich brauche gar nicht auf dem Schwein sitzen.
Die geht's halt gut. Wie die da drauf springen. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da wieder? Warum hopst du die da so drauf? Ah, zum Glück ist passive Heilung an, hä? Erster Boss, now. Weiter, weiter, Bruder auch noch, Bruder auch noch. Also das mit dem Schwein hätte ein bisschen besser laufen können. Aber das ist ja saugut. Guck mal. Ey, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Was sehe ich da? Ey, schaffen wir Alpha? Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich, ich würde Alpha versuchen, glaube ich. Vielleicht muss ich für die zweite Runde einmal Infinite Sets machen, damit ich die einmal alle healen kann. Damit wir so in die zweite Runde gehen können. Oh, wie soll das denn gehen? Okay, ich habe Infinite Sets ausgemacht. Ich habe Alpha gestartet. Ich habe da Zettel auf den Ziefers. Die haben 118 Armor. Nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie Cheaty-Meaty. Und ich habe da die übelkranken Zettel drauf. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Also, Offi ist, glaube ich, 120 Max, ne? Ich wurde abgesattelt und jetzt wieder dasselbe Problem. Ne, diesmal nicht. Diesmal nicht. Oh mein Gott. So, Alpha-Bosse. Nichts darf schief gehen, Leute. Nichts darf schief gehen. Kommt mit. Okay. Ja, Angriff, Angriff, Angriff. Alle rein, alle rein. Ihr schafft das. Yes. Ihr schafft das. Go, go, go. Oh mein Gott, die machen so Damage. Was? Am Alpha? Ich glaube, die machen den Bleed, oder? Deshalb? Das ist doch krass. Ich schaffe gerade die Alpha-Bosse mit normal gezüchteten Zifas. Die sind nicht mal irgendwie hochgebreedet oder so. Okay, ich kann nicht mehr healen. Das ist vorbei, Leute. Mein Schweizer ist jetzt nur noch zur Deko hier. Ah, der Affe ist eh schon weg. Und die Brutmutter werden sie wohl auch noch schaffen. Also, jetzt ohne Witz, das ist crazy. Ich wünschte, die wären mal ins Wasser gegangen. Ich hätte das gerne gesehen, ob das irgendwie passt. Aber so weit kommen sie halt nicht. Guckt euch das an, die Brutmutter schmilzt. Das ist krank. Das ist krank. Was habe ich da gesehen? Ich glaube, das war unser kleiner Test, wie stark der Ziefer wirklich ist. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und tschüssi.